Hallo zusammen, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich sitze heute woanders. Mann, ich sitze an der gleichen Stelle, aber die Kamera ist woanders. Dachte ich, tu mal was anderes. Und andere Kamera, anderes Objektiv hier hinten ist ein bisschen unscharf. Ist das nicht schön? Voll professionell. Aber es geht um was anderes. Ioniq 6 First Edition Vorverkaufsstart startet am 9. November um 10 Uhr. Hier habe ich die Webseite. Ich habe vorher die E-Mail bekommen von der Presseabteilung, dass das passiert. Ich habe ja mit dem Auto ein bisschen geliebäugelt, ob ich ihn vielleicht kaufe oder ein Leasing macht. Bin mir aber noch nicht sicher, vor allem wegen dem Preis, den wir gleich sehen. Es wird 2500 Autos von der First Edition in Europa geben. 1000 davon kommen nach Deutschland. Das ist eine ganze Menge für ganz Europa. Exklusives Außen- und Innendesign, elegant, sportlich, voll ausgestattet für 66.400 Euro. Wenn man alle Ausstattungsdinge mag, ist der Preis wahrscheinlich okay. Wenn es viele Dinge gibt, wo man sagt, die brauche ich nicht, dann ist das natürlich nicht das Ding. Und man bekommt ein kostenloses einjähriges Abo bei Ionity mit dem Ioniq. Auch ein Ioniq 5 bekommt, kann man ja das normale Abo bekommen für 13 oder 15 Euro im Monat. Zahlt man dann bei Ionity nur 29 Cent für die Kilowattstunde. Und hier spart man sich das für ein Jahr. Das sind dann, wenn es 15 Euro sind, 180 Euro. Huhu! Geschenkt! So, es startet, wie gesagt, am 9. November um 10 Uhr. Einfach zum Händler und das Sondermodell First Edition reservieren. Wichtig, es gibt es in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Norwegen und den Niederlanden. Nicht viele Länder. So, Österreich geht ganz leer aus, das ist sehr schade. Es ist das Allradmodell mit der 77,4 Kilowattstunden Batterie, wieder 800 Volt System. Was haben wir hier alles? Es wird vier Farben geben. Biophilic Blue Pearl, Serenity White Pearl, Nocturne Grey Metallic, Gravity Gold Mate. Und das ist, die Farbe ist natürlich kostenlos dabei. Alles ist, weil es Vollausstattung ist, ist alles einfach dabei. Sitze, Stoff, Leder, Relax-Sitze haben Echtleder und Kunstleder und noch einen hochwertigen Bezugsstoff. Das Design ist ein bisschen fragwürdig. Tartan-Webmuster, ohoho. Und spezielle Fußmatten sehe ich hier. Dann, was haben wir? Wir haben automatisch ausklappbare Türgriffe, Fenster mit Akustikverbundglas, Head-Up-Display, die Projektion auf die Frontscheibe, so nicht wie beim Kona auf ein extra Glas, Privacy-Verglasung ab der B-Säule, das heißt, das hinten ist verdunkelt, Bose-Soundsystem und der virtuelle Fahrsound E-Active Soundsystem. Braucht kein Mensch, aber lustig. Alles natürlich auf der eGMP-Plattform, wie gesagt, 800-Volt-System. Der Ioniq 6, wenn er dann mal mit Heckantrieb und den 18-Zoll-Rädern kommt, hat eine WLTP-Reichweite von 614 km, weil der Luftwiderstand so toll ist, nur 0,21. Diese First Edition mit Allrad und 20 Zoll, die übrigens matt schwarz sind, das war irgendwo. Der Innenraumdach ist auch schwarz. Sehr dunkles Auto, hat nur 519 Kilometer WLTP. Aber wir haben das 800 Volt System, 240 Kilowatt ist der Peak, mit dem man DC laden kann. 15 Minuten für 350 Kilometer Reichweite nachladen, das ist natürlich wieder beim Heckradantrieb, sondern nicht bei dem, dass man so viel Kilometer nachladen kann. Es gibt die Matrix LED-Scheinwerfer, Querverkehrswarner hinten mit Notbremsfunktion, so wenn man aus einer Parklücke fährt und es kommt jemand von der Seite, Totwinkelassistent, Monitoranzeige, weiß ich jetzt nicht, das ist im Display, im Tachometer, dass man sieht, wenn jemand vorbeifährt, das ist das. Ausstiegswarner, wenn man aussteigt, es kommt jemand von hinten, dann gibt es eine Warnung. Einparkhilfe vorn und hinten, Parkassistent mit der Fernbedienung am Schlüssel, dass wenn er eingepackt ist, kann ich mit dem Schlüssel das Auto ein bisschen vorfährt. Wir haben wieder Vehicle to Load, ein 230 Volt Adapter hinten für den Ladeanschluss oder unter den Sitzen hinten gibt es eine ganz normale Steckdose, 3500 Watt hält das aus. Das ist schon ganz toll. Und wie gesagt, first come, first serve. Wenn die ersten 1000 weg sind, dann ist vorbei. Das war's. Ich überlege, wie gesagt, ob das
ein Auto für mich ist, ist schon viel Geld, 66.400 Euro. Wenn, dann mache ich nur Leasing für ein Jahr. Habe aber heute auch eine E-Mail von Kia bekommen, dass Kia ab Dezember ein Abo einführt, dass man auch den Kia EV6 nur für 3, 6 oder 12 Monate mietet oder abonniert. Und das kostet natürlich monatlich ein bisschen mehr, aber dafür kann man ihn einfach nach kurzer Zeit wieder zurückgeben und so. Und ich weiß jetzt noch nicht genau, was ich mache. Ich muss mir noch überlegen, habe aber nicht lang, heute ist der dritte, es sind 6 Tagen. Ah. Okay, das war's für mir. Vielen Dank fürs Zusehen, noch einen wunderschönen Tag. Ciao.